Heute bei uns zu Gast Max Nagel. Und Max, wer dich nicht kennt, stell dich doch mal vor, wer du bist und was du so machst. Ja, ich bin Max Nagel, bin jetzt mittlerweile 32 Jahre alt und bin MX-Profi. Und ich denke, der eine oder andere von unseren Motocross-Fans, also ich glaube, da muss man jetzt nicht sagen, wer neben mir steht, Vize-Weltmeister, MX of Nation Champ, mehrfacher Grand Prix-Sieger, also ich glaube, du kannst auf eine sehr, sehr erfolgreiche Karriere zurückblicken. Ja, und vielleicht kannst du mal unseren Leuten erzählen, wie bist du denn überhaupt zum Sport gekommen und wie ging denn dann der Weg bis hin zu einem der weltbesten Motocross-Fahrer? Ja, das hat relativ früh angefangen schon, mit 3 Jahren, BMX. BMX ist so, kann man sagen, der Einstieg fürs Motocross ist ziemlich ähnlich. Und mein Papa ist früher selber gefahren, hat dann ein Motorradgeschäft gehabt, selber mit Verkauf von MX-Motorrädern. Und ja, so ist ziemlich schnell ein kleines Motorrad bei uns natürlich zu Hause gestanden und in der Wiese angefangen zum Fahren. Und das ging dann immer weiter. Und irgendwann hat er dann Papa gesagt, kommt der Zeitpunkt, entweder machen sie jetzt richtig oder gar nicht, weil nur einfach zum Spaß machen ist der Aufwand doch zu groß. Und ich habe mich dann doch dafür entschlossen, dass ich es profimäßig machen will. Und von da an ging es dann eigentlich gleich los mit Training und alles Zeit und was möglich war, mir dafür investiert. Mhm. Eigentlich hattest du ja ein ganz anderes berufliches Ziel, als wie dein Geld mit Motocross oder als Motocross-Profi zu verdienen. Vielleicht kannst du nochmal unseren Zuschauern sagen, was war das denn? Ja, eigentlich wollte ich immer Koch werden, hatte zwar überhaupt nichts mit dem Motorsport zu tun, aber hat mich immer fasziniert, mache ich ja heute nur zum Spaß, aber wenn ich mal Zeit habe, dann koche ich auch gerne mal. Aber ich glaube, die Entscheidung zum Motocross zu gehen war dann doch der richtige Weg. Glaube ich auch. Ich glaube, was uns alle auch sehr stark interessiert ist, wie sieht denn so ein Profi-Alltag eines Motocrossers aus? Also wie kann man sich vielleicht auch eine Woche vorstellen, einen Tag? Und vielleicht kannst du auch nochmal so erzählen, gerade so nach der Saison ist vor der Saison, also wie bereitet man sich vor und dass wir da nochmal einen Einblick aus erster Hand kriegen. Ist natürlich bedingt, welcher Saisonabschnitt gerade ist, ob jetzt der Winter, Vorbereitungszeit oder in der Saison. Das ist natürlich stark abhängig vom Training, was ich mache. Aber ich sage es mir, im Winter liegt der Fokus natürlich aufs Ausdauertraining, Krafttraining. Das ist im Motorradfahren ein bisschen zurückgestellt, so die Monate November, Dezember. Aber ist 6 Tage die Woche Training, 1 Tag ist Pause. Mhm. Und ab Januar geht es dann los mit 4 bis 5 Mal die Woche intensivem Motorradtraining. Und dann wird dann das Kraft- und Konditionstraining wieder ein bisschen eingestellt, damit man mehr Kraft und mehr fit ist für das Motorradfahren. Und in der Saison sind es aber trotzdem, Montag und Freitag ist der Reisetag zu den Rennen oder wieder nach Hause. Und Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ist Trainingstag. Und der Reisetag ist dann eigentlich als Ruhetag gedacht. Also es ist schon ziemlich stressig und viel zu tun. Glaube ich. Und so eine Reise, sage ich mal, gerade wenn es besonders weit ist, ist ja auch anstrengend, ne? Dann mehrere Stunden im Auto zu sitzen, ja, teils oder Tage. Übersee. Ne? Oder Übersee, genau. Dann mit Zeitumstellung und so weiter. Genau. Ernährung spielt ja mittlerweile, oder der Sport hat sich auch in den letzten Jahren enorm weiterentwickelt, gerade so Ernährung und Trainingspläne. Wie sieht es denn bei dir jetzt da aus? Also kannst du da nochmal so einen Einblick geben, auf was man da so achten sollte? Also Ernährung ist schon sehr, sehr wichtig. Das ist in jedem Top-Sport, den man machen möchte, weil der Körper ist das Kapital, der muss ja die Leistung bringen und du musst ihm dementsprechend gutes Benzin, sage ich jetzt mal, zufügen. Die meisten Leute tun ja auch in den Motorrad den besten Sprit oder das beste Öl rein, was es auf dem Markt gibt. Und so sollte man es natürlich auch mit seinem Körper machen. Ein bisschen Zucker, Fette und Weizensachen ein bisschen reduzieren und dann ist man auf jeden Fall schon mal auf einem guten Weg. Was man auch machen kann, das habe ich die letzten Jahre gemacht, das hat mir sehr viel geholfen, sind Ernährungstests machen. Weil jeder Mensch ist ja unterschiedlich und der eine vertragt zum Beispiel Weizen, der andere nicht. Und wenn man sich darauf testen lässt und zumindest mal die Produkte, wo man selber im Körper eigentlich wenig vertragt, Intoleranzen hat zum Beispiel, so die weglässt, dann hat man schon mal einen riesen Schritt nach vorne gemacht. So habe ich die letzten Jahre auch gearbeitet, zwar noch mehr ins Detail, aber da kann man viel rausholen aus sich selber. Und bei den Flüssigkeiten, also Wasser, denke ich, Tees, aber gibt es da auch nochmal was, wo du sagst, Mensch, das ist vielleicht auch für unsere Community ein Tipp, was man vielleicht vor, während und nach den Rennen achten sollte? Ja, es ist natürlich, man sollte genügend trinken. Da gibt es ja mittlerweile auch immer wieder neue Studien. Früher hat es geheißen, man sollte 3 Tage vor dem Wettkampf anfangen, viel zum Trinken.
aber Menschen sind ja keine Kamele, wo das Wasser speichern, sondern da reicht es auch wieder raus, ne? Ja, genau. Sondern da reicht es, wenn man am Tag, wo der Wettkampf ist, morgens schon versucht, viel zu trinken, weil es gibt ja auch zu viel Trinken, dann spült man sich die ganzen Mineralstoffe aus. Und wichtig ist, dass man sich dann natürlich wieder die Mineralstoffe durch Zusatzernährung, was er gibt, also Ergänzungsmittel, wieder sich reinholt, Elektrolyte, Getränks oder so, da kann man dann auch viel machen. Und ansonsten, der einfachste und der billigste Weg ist Apfelschorle. Apfelschorle kann man nichts falsch machen, hat eigentlich alles drin, was man braucht, gut mit Wasser verdünnt, reicht für jeden Sport gleich aus schon mal. Top, vielen Dank für den Tipp, Max. So viele Strecken, so viele Jahre Racing, so viele Kilometer messen wir nicht, würde sagen Runden. Was sind denn so deine Lieblingsplaces, Tracks? Ja, es gibt bei der Weltmeisterschaft in Italien sind meistens geile GPs. Die Italiener mit ihrer Emotion, die sind einfach dabei. Das ganze Umfeld, das ist einfach richtig geil. Die Strecken sind super. Ich selber lebe seit vielen Jahren in Belgien. Ist alles Sand, tiefer Sand. Sand, wenn man fahren kann, wenn man das viel übt, macht richtig Spaß. Wenn man in so einen Flow kommt, kann man richtig, richtig viel Spaß haben auf dem Motorrad. Und ansonsten gibt es noch ein paar Highlights. Wenn man GP natürlich gewinnt, das ist immer so das Highlight von jedem Fahrer, weil was Höheres, Besseres gibt es eigentlich nicht. Mir macht das eigentlich alles Spaß. Und was ist jetzt deine Lieblingsstrecke oder Trainingsplätze? Gibt es da irgendwo was? Also Trainingsplätze, wie gesagt, in Belgien, bei mir zu Hause, da fühle ich mich am wohlsten. Und von den Strecken in Belpuig heißt es, das ist eine Spanien-Grand Prix-Strecke, fahrt man leider seit ein paar Jahren schon nimmer. War echt die beste Strecke, finde ich. Oder in Italien, Faenza, kenne ich schon viele Leute. Viele Fahrer fahren da runter zum Trainieren. Das ist eine richtig hammergeile Naturstrecke. Alles am Berg, so wie Motocross eigentlich sein sollte. Da habe ich auch damals 2008 meinen ersten GP gewonnen. Das sind natürlich super Erinnerungen an die Strecke. 2009 Vize-Weltmeister und 2012 mit dem deutschen Team, was niemand eigentlich gedacht hätte, MX of Nation Winner auch noch in Lommel. Also wer Lommel nicht kennt, von euch in der Community, ist eigentlich eines der schwersten Sand- oder überhaupt Tracks, die man sich vorstellen kann als Motocross-Rennfahrer. Was fühlt man da? Und vielleicht auch nochmal von den Renntagen oder von so einer Saison vielleicht mal ein paar Worte von dir wiedergeben. Das ist ja hautnah erlebt. Ja. Das war, also Lommel 2012 Nations war mit das Highlight, kann man sagen, für den deutschen Sport, für den deutschen MX-Sport, aber auch für uns, weil zum einen hat keiner das erwartet oder damit gerechnet. Damals waren die Amerikaner und die Belgier, Franzosen, Holländer waren die Favoriten für den Titel. Deutschland hat eigentlich überhaupt keinen auf dem Schirm gehabt, nicht nur für die ersten fünf. Und damals mit Marco Schiffer, Ken Roxen und mit mir war ein super, super Team. Wir haben uns gut vorbereitet. Ja. Wir waren die Woche davor in Grevenbroich. Das ist eine super Sandstrecke in Deutschland bei Köln. In so einem riesen Erdloch beim Trainieren. Und haben uns super vorbereitet, einfach als Team, und haben auch als Team wirklich gut gearbeitet. Das ist beim Nations ganz wichtig, weil Motocross ist eigentlich eine Einzelsportart und beim Nations geht es wirklich um Team. Somit haben wir den Titel da eingefahren, wo keiner mit gerechnet hat, und das war mega, ja. Das war ein Highlight, ja. Ja. Und dein Vize-Weltmeistertitel, vielleicht kannst du da nochmal auch die Saison vielleicht nochmal Revue passieren lassen. Ja, das war 2009, da war ich im KTM-Werksteam von Red Bull. Damals war Cairoli war mein Gegner, war damals aber noch auf Yamaha, und wir haben halt um Titel gekämpft, und es ging bis zum letzten Rennen in Lierop um Meisterschaft, aber ich war damals noch jung. Ich war eigentlich, ehrlich gesagt, mental für den Titel überhaupt noch nicht bereit. Wie alt warst du da? Boah, was müsste ich gewesen sein? 17, 18? Und ich war mental einfach überhaupt noch nicht drauf eingestellt für den Titel. Ich bin in dem Jahr super gut gefahren. Und damals war Stefan Everts, zehnfacher Weltmeister, war so ein bisschen mein Chef damals. Mit dem habe ich viel drüber geredet, und der hat mir mental auch viel geholfen in der Zeit. Das war schwierig, weil ich war jung, ich war nicht darauf vorbereitet, dass ich so gut bin in dem Jahr, weil es war ja Anfang meiner Karriere eigentlich. Und deswegen hat der Titel dann auch nicht funktioniert, was aber eigentlich für mich nicht schlimm war. Der Vizetitel war mehr, als ich je erreichen wollte eigentlich zu dem Zeitpunkt. Und 2015 war dann eigentlich ein richtig geiles Jahr auf Husqvarna. War ich führend an der Meisterschaft bis zur Hälfte von der Saison mit 50 Punkten Vorsprung vor Cairoli damals. Dann ausgerechnet in Deutschland bei meinem Heim-GP einen kleinen Fahrfehler gehabt, und einen anderen Fahrer fährt über meinen Fuß und bricht mir den. Und dann war die Saison gelaufen. Sonst hätte ich in dem Jahr, hätte ich jetzt mal so gesagt, einen Titel holen können. Da war ich wirklich mental auch bereit dafür. Hat da leider nicht geklappt.
Ja, aber so ist es halt. Gerade bei dem Sport, ich glaube, das weißt du besser wie jeder andere, ist so Licht und Schatten ganz nah beieinander. Und was du auch gerade sagtest, also wenn man dann geht, steht mit 40 anderen, ja, dann ist man ganz alleine. Und auch dieses, ja, dieses Mentale da, das alles im Griff zu haben. Und zum Schluss hast du mal mit dem Team zu tun, aber die Leistung musst du abliefern. Was sind denn jetzt die Zukunftspläne und wo soll es denn hingehen? Ja, es ist, im Moment ist viel Umdruck bei mir zu Hause, so was die Zukunft anbelangt. Die neuen Motorräder, 2020er Modelle von KTM, stehen schon in der Werkstatt, fertig. Mhm. Ich will jetzt im Dezember, weil meine Verletzung ist jetzt auskalt von diesem Jahr, will ich mit dem Fahren anfangen und einfach mal ein paar Wochen fahren und dann werde ich eine Entscheidung treffen, ob ich nächstes Jahr nochmal angreife, nochmal weitermache oder ob ich meinen Rücktritt, sag ich mal, vorziehe. Mhm. Das muss ich einfach schauen, wie es sich beim Fahren anfühlt und auch mit dem Knie, ob das alles passt. Wenn der Zeitpunkt kommt, dass ich aufhöre, der wo eh in die nächsten Jahre kommt, will ich auf jeden Fall eine Art, also ich will jetzt keine Motocross-Schule aufbauen, aber Betreuung machen für Fahrer, einmal für Nachwuchs, speziell für deutsche Fahrer, weil wenn ich aufhöre, dann haben wir leider nicht mehr so viele deutsche Fahrer in der Weltmeisterschaft und dann möchte ich schauen, dass da wieder was nachkommt. Und auch das Personal Training mache ich im Moment, das läuft schon. Ich habe ein paar Fahrer, die betreue ich im Moment. Im Moment sind es, glaube ich, 4 Stück. Mhm. Mit denen mache ich vormittags mein Programm für Krafttraining, Ausdauertraining und Nachmittag gehe ich mit denen jetzt zur Strecke. Ich habe einen Workshop daheim, da können die arbeiten. Ich habe einen Mechaniker, der ist für die Jungs da, die können bei mir wohnen. Bin sogar dran, schauen, dass sie sogar Essen kriegen. Bin ich gerade so ein komplettes Paket am Aufbauen und für die Zukunft, dass ich da eben ein bisschen auch wieder was zurückgeben kann und die Leute da ein bisschen unterstützen kann. Ja, super. Genau, das haben wir ja auch im Motocross-Sport gerade für Deutschland sehr, sehr wenig. Das ist da eine professionelle, sag ich mal, ja, Raum gibt, wo sich die Fahrer entwickeln können, wo sie sich auch nur auf den Sport konzentrieren können und dann auch gepaart mit dem Know-how. Ja, ja, drücke ich mal die Daumen. Was würdest du denn auch recht jungen Fahrern, die noch gar nicht dahin denken, größere Meisterschaften zu fahren, was würdest du denn denen mitgeben? Wo nimmt man Motivation her? Wo nimmst du vielleicht die Motivation her? Und dass sie vielleicht, gibt es ja so einen schönen Spruch, greif nach den Sternen und du wirst die Kirchturmspitze erreichen. Ja, also ja, es ist ganz wichtig, also die einfach auch mal den Mut haben, vielleicht einen Schritt weiter zu gehen, als was sie sich getraut haben. Also kannst du denen, unserer Community, was mitgeben? Ja, es ist halt egal, ob welchem Meisterschaftslevel man jetzt fährt, ob jetzt Weltmeisterschaft oder im regionalen Bereich, ich brauche immer Ziele, die ich erreichen will. Man muss sich ein Ziel stecken, ein realistisches Ziel, wo auch erreichbar ist. Und ich brauche den Ehrgeiz und die Disziplin, die brauche ich sowieso, dass ich auch zum Training gehe, auch wenn es vielleicht jetzt mal regnet und nicht so ein toller Tag ist, dass ich trotzdem sage, okay, jetzt gehe ich trainieren und mache meine Arbeit, weil das bringt dich voran. So habe ich zum Beispiel mit mir gemacht, sich ein Ziel setzen und wenn ich das erreiche, dann belohne ich mich mit dem einen oder anderen. Es müssen keine riesen Sachen sein, aber einfach, dann hat man ein Ziel, worauf man hinarbeitet und man hat auch die Motivation, das zu machen. Und was auch wichtig ist, speziell beim Motocross-Sport, man macht es für sich selber. Ich trainiere jetzt nicht für meine Eltern oder weil mein Coach das will, sondern ich muss es selber wollen, dass ich auch mal morgens um 6 Uhr aufstehe und laufen gehe zum Beispiel. Nur wenn ich das selbst will, dann erreiche ich auch meine Ziele und komme voran. Und wo könnte sich jetzt vielleicht jemand hinwenden, der so ganz alleine ist? Also wir haben ja auch natürlich eine Community Leute, die gerne weiterkommen wollten, aber dem fehlt so, ja, vielleicht, ich fange mal ganz klein an, der richtige Verein. Oder wo würdest du irgendjemanden empfehlen oder wo kann man sich hinwenden, wo man weiter kann, ganzheitlich gedacht? Natürlich bei Max definitiv in seiner Trainingschool, ja. Da in Lommel. Aber einfach, was würdest du sagen, so vielleicht gerade, wenn man ganz am Anfang ist? Ich meine, es gibt regionale Vereine. Die wo sowas anbieten. Das war auch ein Punkt, der ist ein bisschen ein Problem bei uns in Deutschland mit dem System. Da wird zu wenig gemacht, da gibt es zu wenig, wo das anbieten eben. Bei den Franzosen ist es zum Beispiel mega, was die Kommentare von der Schule, werden die schon abgeholt und gehen zum Trainieren zusammen. Die sind natürlich einen Schritt voraus, aber trotzdem muss man versuchen, das Bestmögliche daraus zu machen. Und wie es ich jetzt mache, mit dem, was ich jetzt anbiete, das ist zwar mehr für Leute, die wo Richtung Profi gehen wollen, aber mache ich jetzt auch mal den ersten Schritt und versuche da ein bisschen denen zu helfen. Ja,
Dann würde ich sagen, bedanke ich mich mehr als gern für deinen Besuch hier beim Herzjörg Offroad. Das war mir eine Freude. Drücke dir für die Zukunft alle Daumen, wahrscheinlich auch von der Community, die wir haben. Vielleicht noch letzte Frage für nächstes Jahr. Was ist geplant, also meisterschaftsmäßig, wenn du weiter nochmal eine Saison anstrebst? Also wenn ich mache, dann will ich es natürlich vernünftig machen. Und dann werde ich klar, also die Masters werde ich fahren, als die Masters, damit ich auch in Deutschland vertreten bin. Und das ist eine, finde ich, die beste Serie, wo es nach der Weltmeisterschaft gibt, ganz klar. Und dann werde ich vielleicht den einen oder anderen Weltmeisterschaftslauf fahren, so in Europa, weil wir haben was in Deutschland, in Belgien, Holland, was nicht so regional haben. Oder in der Nähe haben, meine ich, wo ich Spaß dran habe. Aber das mache ich nur, wenn ich auch fit genug bin oder schnell genug bin, um da mitzufahren. Ja. Das ist so mein Charakter einfach. Und das sind so meine Pläne. Okay. Dann drücken wir alle hier, wie gesagt, alle Daumen, die wir haben. Vielen, vielen Dank, hat mich sehr gefreut und alles, alles Gute, Max. Danke. Herzjörg Offroad, dein Shop für Motocross, Mountainbike und Streetwear.